Wir werden das genauer erleben. Erst müssen uns flächendeckend Kindergärten aussterben hier durch multiresistente Keime, bevor wir das endlich... Und dann hören auf einmal die Milchbauern auf. Die wollen ja ihr Land auch nicht vernichten, die Bauern. Die sind doch am Anschlag. Die müssen ständig pflügen und wieder verdichten. Die oberste fruchtbare Schicht ist vollkommen ruiniert. Und pflügen und verdichten und wieder mit dem Trecker drüber verdichten. Und das Zeug wächst nur, wenn du es düngst und Pestizide und düngst und Pestizide. Wollen wir das jetzt noch weitermachen? Oder haben wir die ganzen Informationen jetzt gesammelt und hören auf damit? Es wächst nichts mehr, kein Kleinlebewesen mehr im Acker und gar nichts. Und dann können wir uns um Banken kümmern und um sonst was. Was interessiert mich ein reguliertes Bankensystem, wenn sich unsere Mentalität nicht ändert und wir weiter ein Volk von gierigen Schnäppchenjägern bleiben? Das ist das Problem, was wir haben mit der Ökologie. Ich habe im National Geographic habe ich eine Metastudie gelesen letztes Jahr. Da haben sie mal alles zusammengerechnet, was an Energieverbrauch nötig ist. Da haben sie gesagt, von 100 Kalorien, die wir in die Geflügelzucht stecken, bleiben 13 Kalorien für den Hühnerfleischesser übrig. 87% ist vernichtet. Von 100 Kalorien in der Schweinezucht bleiben für den Schweinefleischesser 10 Kalorien übrig. 90% vernichtete Energie. Die alles hinrichten, die Märkte kaputt machen in Afrika, sodass die Leute vor Elend herkommen müssen. Von 100 Kalorien, die du in die Rinderzucht steckst, bleiben für den Rindfleischesser 3 Kalorien übrig. 97% der Energie ist vernichtete Energie. Jedes Unternehmen, was so arbeiten würde, würde sofort abgewickelt werden. Die dürften nicht einmal ihre eigenen Quartalszahlen schreiben, die ersten. Aber dieses Unternehmen wird mit Milliarden subventioniert, wir verzweifeln, werden krank und unsere Grimme-Preisträger machen auch die Beine breit für McDonalds. Das kann nicht mehr sein. Was? Schon vorbei die Zeit? Verdammt, ich habe noch nicht mal angefangen. Sehen Sie, deswegen bin ich so ungern und so selten im Fernsehen. Du kommst zu nix. Ich wünsche einen schönen Abend allerseits.